Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und damit willkommen zurück hier zu The Witcher 3 Wild Hunt. Immer noch auf der Suche nach Ciri, beziehungsweise nach Rittersporn, beziehungsweise nach Junior. Es hört nicht auf, ey. Ja, wir spielen hier mit Gwint und so weiter. Ich sag's mal so, Gwint ist ja an und für sich ein relativ einfaches Spiel, was trotzdem... Probier's mal mit Zwiebeln in Öl. Ja, danke schön für den Tipp. Was trotzdem noch einige Tipps und so weiter, also nicht Tipps, sondern vor allem strategische Hinweise und so weiter noch bietet. Also von dem her, eigentlich noch ein cooles, ja, doch ein Spiel im Spiel selbst, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe momentan relativ wenig Lust drauf. Deswegen machen wir jetzt hier was anderes und zwar weiter mit den anderen Quests. Vielleicht ist es einfach nur, also sprich zum Junior finden wir die zwei Quests zur Auswahl, eine von müssen wir machen, dann finden wir ihn und... Hurensohns Männer haben die stinkende Hecke geplündert. Ja, momentan das Gefühl, ein paar Grafikbugs zu haben, sprich, dass das Spiel immer hin und her springt. Aber jetzt geht's plötzlich. Nein, Markierung Südtor. Okay, sehr gut. Bevor ich noch lang marschiere hier, wie weit ist sie überhaupt noch? Das war ja das, was ich das letzte Mal gesagt habe. Was so weit? Ja, genau, erinnere mich wieder. Und mich dort oben war, schnell zum Südtor und da mache ich eine Abkürzung zum Novigrader Tor. Genau, dann kann ich da hinreiten. Okay, das ist glaube ich ein bisschen besser. Ja, wie lange jetzt wohl dauern, bis wir Ciri endlich treffen? Ich habe aktuell das Gefühl, das könnte etwa 50 Parts dauern. Das war kein Scherz, das ist ernst gemeint. Das ist also. Ja. Es war noch ein bisschen zu früh, um darüber sich ein bisschen, naja, eine Meinung zu bilden. Aber generell bin ich jetzt nicht so ein Freund, der einer Quest ständig hin und her rennt und so. Ich meine, es geht immer noch um das eine, oder? Das Ciri finden. Wäre etwas anderes, wenn es darum gehen würde. Irgendwie zu befreien oder einfach die ganze Hauptstory von The Witcher 3 Wild Hunt sich auf Ciri beruhen würde. Aber da wäre was anderes. Aber es geht eigentlich ständig nur darum, dass wir sie finden müssen, fährt. Gut, anfangs war es noch wegen Yennefer, die haben wir schon lange gefunden. Plötzlich alles klar bei dir. Schneller. Und ich warte immer noch auf Version 1.07, deswegen, naja. Wieso kann ich ihn nicht trennen? Wollen wir verarschen? Los, lauf. Geht echt noch nicht. Hexer! Ja, das ist schön formuliert. Ich bin ein Hexer. Und kein wie... Ja, eben. Kein wie X, wie auch immer. Ja, jetzt kann ich rennen, okay. Also galoppieren, Entschuldigung. Ja, gut, plötzlich, Entschuldigung. Ich mach nichts, du machst ja alles. Ist gut. Was auch mal bald tun können, wenn ich schon mal hier draußen unterwegs bin. Ist noch die ganzen Markierungen finden. Markierungen sag ich schon. Die ganzen. Mann, wie heißt es schon wieder? Orden der Macht und so weiter. Um die Runen zu verstärken. Jetzt noch ein paar Gegner, naja. Was jetzt, du Stück Dreck? Einfach weg. Was jetzt, du Stück Dreck? Einfach weg. Banditen. Scheinbar niedriges Level. Was? Beigeritten? Das ist auch nicht schlecht. Und die kommen mir hinterher. So, seht ihr, die machen kaum Schaden bei uns. Im Gegensatz sind die... Schon verrückt, war nur etwa 3 Level. Warte mal, auf jeden Level momentan 10 eben. Nur 3 Level Unterschied. Plötzlich, was jetzt passiert? Ein anderes Pferd ist schlecht. Plötzlich, alles klar. So ist gut. Das ist gerade irgendwie ein Bug. Ich war sehen und die Pferdepanik war. Noch ein Brot. Da wirst du ja richtig rot. M
Mann, ey, er schlägt immer so spät. Er trifft nicht, das ist auch nicht schlecht. Mann, das Timing hier ist echt beschissen. Was zum... Sag mal, wieso braucht Geralt so lange zum Ausholen? Ich verstehe das nicht. Ja, und dann trifft er nicht mal. Mann, ey, also das muss man unbedingt noch ein bisschen fixen hier. Weißt du was, reicht's mir, jetzt gehe ich zu Fuß. Geht schneller. Leute, Angst, ja, ist kein Problem. Was zum... Jetzt reicht's mir aber langsam hier. Ja, was er jetzt macht, aber auch keine Ahnung. Überlastet, Geralt trägt zu viele Gegenstände. Ja, so leben zur Version 1.7. Beziehungsweise 0.7. Okay, jetzt nehmen wir das Brot weg. Nehmen wir damit ein bisschen mehr. Nein, müssen wir ein paar Dinge noch verkaufen. Neprin und so weiter. Also brauchen wir dringend einen Schmied, aber gut. Dann kann ich dort. Ja, ja, ich sehe es. Wieso eigentlich, hä? Okay, 62 von 60 deswegen. Hä? Aber habt ihr noch genug Platz? Man seht ihr, immer noch genug hier? Gut, aha, gut, ja, vielleicht allgemein. Aber vielleicht hier zu viel. Nö, das ist auch gut. Eine Rennungskapazität von 60. Kann das irgendwie erhöhen? Na gut, wenn ich es gelesen habe, kann ich es so wegwerfen. Also natürlich, er braucht gewisse Dinge noch für halt Quests, weil das weiß ich natürlich nicht. Auch weg. Tja. Wenn sie wirklich wichtig wären, wäre sie hier bei Questgegenständen drin, oder? Von dem her. Schwierig von, was er da machen soll. Aber erstmal noch etwas anderes sie ausrüsten. Ich habe noch ein bisschen Kuhmilch, die könnte ich ja. Naja, wieso nicht? Dann würde man sagen, wir werfen mal ein paar Waffen weg. Mal verkaufen kriege ich sicher nicht so viel dafür, wobei immerhin 62, wäre es dann nicht so verkehrt. Wenn mein Schwerter weg war. Die geben ja scheinbar am wenigsten. Ja, ist auch, wenn es ein bisschen dauert jetzt, aber das muss leider doch sein. 71 immerhin. Gut, nur wie gerade Langschwert, aber naja, wir haben bessere Teile dabei. so stark gemacht haben und so weiter. Okay, den kann ich auch verkaufen. Den ebenso, ich habe einen besseren Sattel, war. Ja, genau. Ja, der Rest passt, war. Wir sind sowieso hoffentlich bald in der Stadt. Und dann ist das kein Problem. Sag mal, Geralt, kannst du bitte mal eine Waffe wegstecken? Oh. So. Mann, gibt's ja wohl nicht. So, jetzt aber. Versteckt, himmlischer Freischärler. Da haben wir immer eine neue Wegmarkierung. Servus. So ist gut. Das riecht nach einem Hinterhalt. Ich suche Roche. Niemand hier, der so heißt. Sonst noch was? Verstehe.
Und hinter dir, ist das ein Bärenpflückerlager? Wir sind, Vogelkundler. Lass mich raten. Das Schwert brauchst du, falls du einen Nashornvogel triffst? Nein, Nashornvögel sind hier nicht endemisch. Dies ist auch nicht ihr Zugziel. Bist du blind, Hortensio? Das ist Geralt, ein alter Freund von mir. Komm rein, Geralt. Geralt von Riva, gesund und munter. Vernon Roche, die letzte Hoffnung Temeriens. Lach du nur, Temerien wird sich wieder erholen. Roche, ich kann sie nicht zurücklassen, ich... Du kannst und du musst, denn so lautet dein Befehl. Sie werden sterben, bitte. Wir sind fertig, wegtreten. Wie hat es dich hierher verschlagen? Mit der Armee natürlich. Ihren Resten jedenfalls. Als Nilfgaard über die Jaruga kam, habe ich alles fallen gelassen. Bin an die Front geritten, um zu kämpfen. Ich bin zur zweiten temerischen Armee unter Johann Natalis gestoßen. Wir sollten die Schwarzen bei Dol Blathana am Berg Carbon aufhalten. Das haben wir auch. 3 Tage lang. Dann haben sie Kleinholz aus uns gemacht. Kurz darauf hörte ich, dass Radovid seine Kräfte bei Novigrad sammelt, dass er geschworen hatte, für einen freien Norden zu kämpfen. Ich bin mit den Resten von Natalis Armee durchgebrochen, aber... Aber? Aber Radovid war nicht besser als M hier. Daher entschied ich mich für meinen eigenen Kampf. Was machst du hier? Skoyatel jagen? Du scherzt. Die Skoyatel interessieren keinen mehr. Temerien zählt. Sonst nichts. Ja, soweit waren wir schon. Ich suche Hurensohn Junior. Hab von ihm gehört. Aber wie kommst du darauf, dass er in meinem Lager sein könnte? Ich habe ein paar Vögelchen singen gehört. Ihr habt gemeinsame Freunde. Ihr scheint beide Radovid zu euren Verbündeten zu zählen. Diese Vögelchen waren sehr gesprächig. Ich muss mit ihnen reden. Du musst sie mir nennen. Vernon, willst du mir jetzt helfen oder muss ich weitersuchen? Du hast mal wieder mehr Glück als Verstand. Ich bin auf dem Weg zu meinem redanischen Kontaktmann. Wir treffen uns bei Ochsenfurt, in einem Schachclub. Danke. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Schach? Und ein bisschen Schach zocken? Das wäre doch was, Freunde. Also, jetzt muss man gucken, haben wir jetzt echt noch... Geschlitzt und links zu. Hexer können nicht die Pocken kriegen, oder? Nö, ich glaub nicht. Ja, Hexer? Ja, Typi? Bei der Brücke in Ochsenfuhr. Gut, machen wir das später, sollen wir ganz kurz hier ein bisschen herumschauen. Mann, nehmen wir diese Vorurteile. Geralt, kannst du bitte... Nix, ich will hier die Leiter benutzen, dankeschön. Das hat unserer Truppe noch gefehlt. Das muss keiner verstehen. Suche eigentlich einen Händler oder so jetzt da. Autsch! Was, so viel? Oh, come on. Na gut, ist was, machen das ein bisschen anders jetzt hier mit dem Heilen. Wie ist es mit dem Waldbeeren? Toll, wollte es eigentlich brauchen. Oh. So, ein paar Oliven noch und noch ein bisschen aufbrauchen. Dann geht dort ein Platz hin, genau. Zum Schluss dann noch ein bisschen gegrilltes Schweinefleisch. Ja, da sind wir noch ziemlich. Gucken wir eigentlich immer noch was braten, so etwas? Oder muss er da echt spezifisch kochen? Was auch so. Eine falsche Bewegung und das könnte dein Ende sein. Was ist denn hier drin noch alles?
Nichts Besonderes, oder wie soll ich das verstehen? Wenn das alles vorbei ist, mach ich den Hüsener Truppe noch gefehlt. Ein echtes mit abgerissenen... Bist du völlig übergeschnappt? Jo. Das bin ich. Mann, aus dem Weg, Alter, sonst schlitze ich dich auf. Nee, natürlich nicht, wir sind ja alle Freunde hier. We are friends. Autsch. Hexer können nicht mehr Bogen kriegen, oder? Nö. Habt ihr echt Könige ermordet? Dein Kommandant? Komm schon. Ein paar zumindest. Nee, ich würde gerne hier die Schnellreise betätigen. Hallo? Also, wo genau soll ich jetzt hier war? Das trifft doch gar nicht mal so schlecht. Dann geht er direkt mal zum Westtor. Kann ich noch ein bisschen was verkaufen und so weiter. Noch upgraden. Jo. Guck dir das an. Guck's dir an. Nö, lieber nicht. Tja, wer weiß das schon. Ja, habe auch gesehen, dankeschön. Wo ist hier etwas, um meine Waffen zu schärfen? Also sprich, so ist nicht hier. Ah, ein Kunde. Frohe Kunde wünschen wir. Kannst du mir etwas herstellen? Da fehlen die Zutaten noch, weil er der richtige Schmied war. Die Stufe 19, Alter, ist ja gut. Oh, viel weniger Schaden. Ach du Scheinkleister. Falsche Handwerker. Was kann denn der überhaupt? Bisschen mehr für Pfeile und so weiter gut. Schema Eisenbahn, gehärtetes Holz. Mangels Gegenstand. Ja, gut, mach mal, wa? Gehärtetes Holz, kann man immer gut gebrauchen. Jetzt noch ganz kurz reparieren und so, was ich natürlich ausgerüstet habe. Alles andere wäre ein bisschen doof. Alles nö, da wäre ein bisschen übertrieben. Meine tolle Hosen noch, so, und dann die sind ja auch ausgerüstet. Blup. Was macht das Teil noch? Yeah. Mehr nicht? Krass. Verbesserungen entfernen, zerlegen, nee, momentan nicht. Handel vielleicht noch etwas, wa? Ja, doch, mal die ganzen Dinge verkaufen. Kann ich das irgendwie sogar noch upgraden? Man schaut nur 13 weniger, ist jetzt nicht so viel. Okay, der kommt mal weg. Der auch. Der ebenfalls. Zack, zack. Gibt aber also echt noch viel Kohle. Und das weniger, aber... auch Kleinvieh macht bekannterweise Mist. Zack und zack. So, das hat aber auch nicht mehr. Die braucht auch nicht mehr. Und die ebenfalls nicht. Viel besser, wa? Macht Sinn noch tolles Verkaufen? Nicht wirklich etwas. Noch die hier, aber nur 18 ist auch nicht so... Warum steht da, kann für eine ordentliche Summe einen Händler verkauft und Handwerk zu dann zerlegt werden? Na komm, ist was, dann werdet ihr mal zerlegen. Ich glaube, der bringt viel mehr. So, wo haben wir es jetzt? Ich kann natürlich auch das mal zerlegen, oder den hier, wa? Ah, hier ist er ja. In Goldklumpen. Was kostet mich 60 den zu... Moment mal, Preis 3 Schild. Moment mal ganz kurz. Man, die Goldklumpen sind nachher so teuer. Was ich später noch so teuer verkaufen kann. Nee, auch nicht. Hä, was stand da gerade? Naja, behalten wir es mal. 32,60 jetzt. Das ist schon mal viel besser. Ja, wenn man sagen, reicht, war.
Dann noch gucken, ob man den rausrüsten kann. Wiedersehen. Mach's gut. Lala. In Fassung einsetzen. Welche? Keine. Toll. Aber alles, was sie haben. Das Supidupi. Sehr schön. Sonst braucht nichts zum irgendwie nochmal upgraden. Nö. Dann, ja. Für den Rest des Parts mal weiter mit der Quest. Bei der Brücke Ochsenfurt, weil da gibt es sicher nicht mehr, ne, wir sind schon da. Und da sind wir auch schon. Bereit? Der Kontakt wartet beim Schachclub. Bringen wir es hinter uns. Ein bisschen Schach spielen kann auch nicht schaden. Gehen wir. Finde Junior. Ich bin mit den Gästen Casino Karten. Das steht da immer noch. Mir ist zum Spein nach diesem Gelage in der Taverne. Tja, vor allem bin ich gespannt. Eventuell gibt es auch noch einen ganzen Quint-Part. Uff. Irgendetwas stimmt nicht. Dann lass es uns rausfinden. Was geht hier wohl vor sich? Spiel der Könige, das es einem strategisches Denken lehre. Was für ein Schwachsinn! Beide Seiten spielen mit gleichen Figuren. Die Regeln sind dieselben. Was hat das mit dem echten Leben zu tun? Hexer, weißt du, warum ich Schach spiele? Weil dir langweilig ist? Steht sogar da. Um Zeit totzuschlagen. Ich habe keine Zeit zu vergeuden, geschweige denn totzuschlagen. Ich spiele Schach, um das Geheimnis des Spiels zu lüften. Blut fließt durch die Adern dieser Schachfiguren. Man muss nur hinhören, dann hört man es. Tadam, tadam, tadam. Ein Herz voller Leben. Ich schlage einen Bauern und höre, wie ein Leben erlischt. Ich gewinne eine Figur und höre ihre Schreie. Ich möchte diese Schachfiguren aufbrechen, die Wahrheit aus ihnen herausquetschen. Verstehst du, was ich meine? Nö. Nein, ich verstehe es nicht. Du verstehst es nicht, weil du kein König bist. Bauern sehen nur die Kameraden an ihrer Seite und ihre Gegner auf dem Feld gegenüber. Ein König sieht das Schachbrett anders. Seine größten Feinde umgeben ihn. Die eigenen Figuren können ihn einsperren. Und das bedeutet Schach und Tod. Weißt du, Hexer, Schach ist die Kunst, die eigenen Figuren zu opfern. Verstehst du es jetzt? Deswegen bin ich wohl kein allzu großer Fan von Schach. Zwar ab und zu spiele ich es mal noch gerne, aber jetzt nicht so, was ich sagen würde. Naja. Es wäre das ultimative Spiel. Ich glaube, jetzt verstehe ich's. Unwichtig. Reden wir. Warum hast du den Hexer hergebracht? Das kann er euch am besten selbst erklären.
Ja, also einen König treffen wir, oder? Ja, Freunde, da schauen wir uns den nächsten Part an, weil ich habe das Gefühl, diese Konversation könnte noch ziemlich übel enden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal wieder hier bei The Witcher 3 Wild Hunt.